Television Zwickau. Deine Region im Comedia-Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Carsten Riedel. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir gehen in großen Schritten aufs Wochenende zu. Ob es Wochenend und Sonnenschein wird, das erfahren Sie heute leider noch nicht. Aber dafür haben wir diese Themen für Sie vorbereitet. Zwickauer Student zockt sich an die Spitze. Außerdem Kirchbergs Bürgermeister feiert 68. und Holiday on Ice mit Speed in Zwickau. Dort dazu etwas später in unserer heutigen Ausgabe Ihres Abendmagazins. Nachdem das Statistische Landesamt gestern die aktuellen Zahlen zur Pflegebedürftigkeit in Sachsen vorgelegt hat, erneuerte die Landesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Margit Weinert ihre Forderung nach einer Offensive für Fachkräfte. Noch halte die Fachkräfteentwicklung Schritt, die Schere beginne sich jedoch zu öffnen. Sachsen sei seit Jahren das Bundesland mit den niedrigsten Pflegesätzen und dem schlechtesten Pflegeschlüssel bundesweit. Die schlechten Rahmenbedingungen führen dazu, dass eine Pflegekraft in Sachsen ihren Beruf durchschnittlich nur 8 Jahre ausüben könne. Zudem müssten die Bedingungen für pflegende Angehörige drastisch verbessert werden. Beim vergangenen Planspiel Börse der Sparkassen in Deutschland konnte sich ein Teilnehmer aus Wilkau-Haslau die Spitzenposition sichern. Markus Kaden war für die Westsächsische Hochschule Zwickau angetreten und hatte am Ende des Spiels das bundesweit beste Ergebnis eingefahren. Im Haus der Sparkasse wurden die besten Zwickauer Teams gestern ausgezeichnet. In ganz Deutschland hatten 4000 Teilnehmer bei diesem Planspielbörse mitgemacht. Jeder bekam zum Start 100.000 Euro Spielgeld und dann galt es, über die Dauer des Spiels die Summe zu vergrößern. Okay, also sagen, bei mir war es so, ich habe Planspielbörse jetzt schon das dritte Jahr mitgemacht und jedes Jahr zum Ende sind die Autowerte gestiegen. Also war meine Strategie ganz einfach, Autowerte. Und es hat so geklappt, ich bin damit eingestiegen. Mit den, ich wollte buy and hold, also ich habe nichts verkauft zwischendurch. Es hat so immer mal ein bisschen in den Finger gezittert, sag ich mal, jetzt verkaufst du, jetzt gehst du raus, nimmst Gewinne mit. Aber habe es zum Glück nicht gemacht und hatte somit auch zum Ende den höchsten Depotstand im ganzen Spiel. Aus 100.000 Euro hat er am Ende knapp 115.000 Euro gemacht, entspricht einer Rendite von stolzen 15%. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Michael C. Er hat es deutschlandweit auch schon mal auf Platz 1 geschafft, damals allerdings noch als Schüler. Mittlerweile studiert auch er an der WHZ und startet beim Planspielbörse als Student. Und wie war seine Strategie? Geheim. Nee, also die Strategie ist eigentlich wie jedes. Ich habe genau dieselben Aktien eigentlich gehabt wie die letzten 3 Jahre, mit denen ich auch schon gewonnen habe. Und es waren eigentlich immer Automobilaktien, allen voran VW und dann alles, was mit dazugehörte, MAN, Porsche. Die Sparkassen veranstalten das virtuelle Börsenlernspiel mittlerweile seit 30 Jahren. Und auch 2013 kann wieder mit Spielgeld Wertpapieren gehandelt werden. Am 1. Oktober geht's wieder los. Also bei den Schülern ist es so, dass es über die Schulen läuft. Also man kann sich bei seinen Lehrern einfach erkundigen, ob die Schule mit dran teilnimmt und bekommt dann auch die Spielunterlagen vom Lehrer. Und bei den Studenten ist es so, man kann einfach ins Internet gehen, www.sparkassezwickau.de und sich dort anmelden. Braucht gar nichts dazu. Und vielleicht schafft es Zwickau ja auch in diesem Jahr wieder bis an die Spitze in der deutschlandweiten Wertung. Bis zum 1. Oktober ist ja auch noch viel Zeit zum Üben. Der Eisenbahnförderverein Friedrich List bleibt nach eigenen Angaben Kooperationspartner für die Wiederbelebung der Werdauer Waldeisenbahn. Am 14. Januar hatte die Freie Presse berichtet, dass die Deutsche Bahn den Pachtvertrag mit der Deutschen Regionaleisenbahn GmbH nicht verlängern wolle. Nach Angaben von Vereinsgeschäftsführer André Ackermann liege eine solche Mitteilung bislang jedoch nicht vor. Eine Anfrage des Vereins an die DB Netz AG blieb bislang unbeantwortet. Die Mitglieder folgern daraus, dass sich deshalb an der derzeitigen Situation nichts ändern werde. Der Verein hält an einer Reaktivierung der 1999 stillgelegten Bahnverbindung fest. Im März sollen die Arbeiten an der Strecke fortgesetzt werden.
Bei einer öffentlichen Vollversammlung wählen die Mitglieder von Bündnis 90 die Grünen am Samstag im Zwickauer Mütterzentrum ihren Direktkandidaten für die kommende Bundestagswahl. Bislang liege eine schriftliche Bewerbung vor, doch bis zum Aufruf der Wahl in der Versammlung können sich weitere Interessenten mündlich bewerben, teilt der Kreisvorsitzende Gerhard Sonntag mit. Auch der Kreisvorstand wird am Samstag neu gewählt. Auf die 6 zu vergebenden Plätze im Vorstand haben sich bislang 8 Bewerber gemeldet. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Kirchbergs Bürgermeister Wolfgang Becher feiert heute seinen 68. Geburtstag. Zwar kein runder, aber dennoch ein ganz besonderer. Da Wolfgang Becher zum 1. März in den Ruhestand geht, ist es sein letzter Geburtstag, den er als Bürgermeister feiert. Daher kamen heute nochmal die Bürgermeisterkollegen der Region im Kirchberger Rathaus zusammen, um ihm zu gratulieren. Etwas wehmütig ist man da schon. Daraus machte Wolfgang Becher auch keinen Hehl. Ja, also es wäre gelogen und ich glaube, dann wären wir irgendwo in seinem Arbeitsfeld an falscher Stelle gewesen, wenn wir nach so vielen Jahren nicht ein bisschen Wehmut dabei hat, ne? Seine Nachfolgerin steht bereits fest. Dorothee Obst konnte die Bürgermeisterwahl für sich entscheiden. Auch sie trat, wie Wolfgang Becher, für die Freien Wähler an. Zumindest wünsche ich der Nachfolgerin viel Kraft, Durchsetzungsvermögen. Und in erster Linie ist eine Entscheidung eines Bürgermeisters immer davon abhängig, welches Geld ihm zur Verfügung steht. So muss ich sagen, ich wünsche noch immer gefüllte Kasse. Der letzte Geburtstag als Bürgermeister, das ist auch die Zeit für ein Fazit über mittlerweile 19 Jahre im Amt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja mein Ziel, die Möglichkeiten zu nutzen, die Stadt insgesamt aufzuwerten. Ich denke, es ist ein ganzes Stück dieser Zielstellung gelungen. Nicht alles, was ich mir vorgenommen hatte. Einiges musste ich tun, was mir schwer gefallen ist, wie zum Beispiel die ganze Wirtschaft eigentlich zu liquidieren, also die Industrie wegzureißen, die wir normalerweise gerne als Arbeitsstätte für unsere Bevölkerung gesehen hatten. Ein Objekt, was mir sehr leid tut, dass ich es nicht geschafft habe, ist die Sanierung des Altmarktes. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren durch die Nachfolgerin zügig angegangen werden kann. Wolfgang Becher wird sich zur feierlichen Verabschiedung am 1. März ins Ehrenbuch der Stadt eintragen und bekommt nach einem Beschluss des Stadtrates die Ehrenurkunde verdienstvolle Bürger der Stadt Kirchberg verliehen. Vor 100 Tagen, genau am 1. November 2012, ist die geänderte Fahrzeugzulassungsverordnung bundesweit in Kraft getreten. In den vergangenen 3 Monaten wurden ca. 77.000 Kennzeichen ohne kreisfreie Städte ausgegeben. Rund 40% der zugeteilten Kennzeichen sind die wieder möglichen Heimatkennzeichen. Spitzenreiter bei den Heimatkennzeichen ist Kamenz. Im Landkreis Zwickau ist das Kennzeichen für Glauchau am beliebtesten, gefolgt vom Hohenstein-Ernsthaler Hott. Als Ladenhüter erweist sich dagegen das WDA-Kennzeichen für den Altkreis Werdau. Es wurde erst 176 Mal vergeben. In der Jahreshauptversammlung Ende Januar wurde Stefan Mahlsdorf zum 2. Vorsitzenden des Erzgebirgszweigvereins Zwickau gewählt. Ilka Ganz, aktiv bei den Klöppelmäusen, ist neuer Jugendwart. In 2012 veranstaltete der Verein 13 Heimatabende und 14 Wanderungen, bei denen mehr als 2100 Kilometer erwandert wurden. Ebenso setzten sich die Mitglieder für die Pflege des Planitzer Rundwanderwegs ein. Werbung. Nichts anzuziehen im Kleiderschrank? Bei Men's Corner werden Sie fündig. Hier gibt's für jeden Anlass das passende Outfit. Und das für Sie und ihn. Ob Jugendweihe, Abiball, Hochzeit oder kulturelle Events. Men's Corner kleidet Sie ein. Und zwar von Kopf bis Fuß. Men's Corner, der Herren- und Gala-Ausstatter in Zwickau. Direkt am Hauptmarkt im altehrwürdigen Kavalier. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem 3. Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch Grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann.
entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Und jetzt bei Men's Corner genau richtig für Jugendweihe und Abiball-Saison. Die Kleider der Stars, präsentiert von Germany's Next Topmodel. Endlose Suche nach dem richtigen Formular? Nicht in Zwickau. Keine Ahnung, welches Amt für eine Angelegenheit zuständig ist? Nicht in Zwickau. Ständig vor verschlossenen Türen stehen? Nicht in Zwickau. Hier gibt es für alle Anliegen den Bürgerservice im Rathaus. Geöffnet an 6 Tagen die Woche. Die erste Anlaufstelle für viele Angelegenheiten, die ein Bürger zu erledigen hat. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wege. Und viele Anfragen lassen sich auch telefonisch beantworten. Bürgertelefon Zwickau 830. Der Bürgerservice. Einer für fast alles. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Zeit und Wege sparen mit dem Bürgerservice im Rathaus Zwickau. 6 Tage die Woche geöffnet. Oder Bürgertelefon Zwickau 830. Der Bürgerservice. Einer für fast alles. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Damit Sie sicher unterwegs sind, mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause, mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. Weil ein Fußgänger am Mittwochabend eine rote Ampel ignorierte und die Bosestraße überquerte, musste ein Linienbus eine Gefahrenbremsung einleiten. Einen Zusammenstoß konnte der 55-jährige Busfahrer jedoch verhindern. Im Bus stürzte ein Kinderwagen um mit einem 20 Monate alten Mädchen. Das Kleinstkind wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in einem Krankenhaus aufgenommen. Gegen den 58-jährigen Fußgänger, bei dem knapp 1,9 Promille Atemalkohol gemessen wurde, wird nun ermittelt. Schnelle Beute machten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Garagengebäude in der Schubertstraße. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten 3 Motorräder, 2 Snowboard-Ausrüstungen, 2 Paar Ski und diverse Ersatzteile. Es entstand ein Stehlschaden von rund 20.000 Euro. 5 angetrunkene Jugendliche entfernten am Mittwochabend auf dem Aldi-Parkplatz an der Werdauer Uferstraße einen Gullideckel. In das Loch geriet kurz vor Mitternacht ein 20-jähriger Autofahrer. An seinem Audi entstand 500 Euro Sachschaden. Als die Polizei eintraf, waren die Vandalen gerade dabei, einen Tisch am nahegelegenen China-Imbiss zu beschädigen. Die Polizei hat nun Anzeige wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns.
Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung. Martin und Schwedler auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Närrisch und bunt geht es auch 2013 im Krimitschauer Sahnpark zu. Am Sonntag lädt das Kunsteisstadion alle kleinen und großen Faschingsnarren zum Eisfasching ein. Einlass ist um 14 Uhr, Programmbeginn um 14.45 Uhr. Wool Art heißt die Sonderausstellung, die am Sonntag im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain eröffnet wird. Barbara Haubold aus Mülzen zeigt darin Bilder aus Wolle. Diese Art der Kunst hat sie vor einigen Jahren kennengelernt und dann selbst weiterentwickelt. Die Show trägt in diesem Jahr den Titel Speed. Und das ist nicht übertrieben. Eiskunstläufer, Tänzer, Akrobaten und Stuntskater überraschen bei ihrem außergewöhnlichen Spiel mit der Geschwindigkeit. Ob mit der Kraft des Windes, auf Motorrädern oder beim Eisschnelllauf. Extra für die Show hat Sarah Connor zwei neue Titel geschrieben, Gimme Some More und Gone, eine perfekt auf die Show abgestimmte Musik. Holiday on Ice hält derzeit 5 Weltrekorde, unter anderem als die meistbesuchte Eisshow der Welt. Und es ist wahrscheinlich auch eine der ältesten. Das Spektakel auf Kufen tourt mittlerweile seit 69 Jahren durch die Welt. Karten für das Zwickauer Gastspiel zwischen 19,90 Euro und 49,90 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei den Tickethändlern im Internet. Am Rosenmontag heißt es wieder Fasching bei Schumanns. Seit 2006 veranstaltet das Robert-Schumann-Haus am Karnevalstag einen solchen Kindernachmittag. Im Mittelpunkt steht diesmal Robert Schumanns erster musikalischer Maskenball, die Papillon Opus 2. Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren sind ab 16 Uhr eingeladen, in Spiel, Tanz und bei Basteleien der live am Klavier erklingenden Musik des Zwickauer Komponisten zu begegnen. Am Samstag steht für den RSC Rollis Zwickau das Viertelfinale im DRS-Pokal auf dem Programm. Dabei trifft das Team von Coach Cliff Fischer auf die Goldman Dolphins Trier. Die Erfolgsserie aus der Bundesliga soll auch auf den DRS-Pokal abfärben und so fahren die Zwickauer Rollstuhlbasketballer mit klaren Ambitionen nach Trier. Das letzte Duell beider Mannschaften fand in der Hinrunde der Bundesliga statt. Am 9. Spieltag traf man ebenfalls in Trier aufeinander. Damals hieß es am Ende 85-77 für die Gäste vom Scheffelberg. Bereits vor einigen Wochen präsentierte das Musikerduo Frankie und Friend den neuen Eispiraten-Fansong Eispiraten und wir im Sahnpark. Der Titel wurde in Eigeninitiative getextet und komponiert und repräsentiert den Traditionsstandort Krimitschau sowie die Eispiraten in seiner eigenen ganz besonderen Art. Die CD mit dem Fansong ist ab sofort im Eispiraten-Online-Shop sowie im Fankiosk Red Pearl im Stadion erhältlich. Werbung. Wollen Sie Ihre alten Schulkameraden und Lehrer aus dem Gerhard-Hauptmann-Gymnasium Zwickau wiedersehen? Dann merken Sie sich den 20. April 2013 vor, denn da gibt's den zweiten Traditionsball und der findet wieder in der neuen Welt statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt auch diesmal die Young People Big Band. Und natürlich auch wieder dabei der Traditionschor der GHS. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie möchten dem Alltagsstress entfliehen und brauchen eine kurze Auszeit? Dann sind Sie hier richtig. In Balance, das Day Spa in Zwickau. Abschalten, auspendeln, aufblühen.
Unsere bestens ausgebildeten Physiotherapeuten sind für Sie da. Genießen Sie neben der klassischen Rückenmassage auch südländische Wellnesstechniken. Oder entspannen Sie in unserer original finnischen Sauna. Gerne betreuen wir auch Ihre ganz individuelle Gymnastik-, Yoga- oder Walking-Gruppe. Nutzen Sie unsere aktuellen Kennenlern- und Rabattangebote, die Sie unter www.dayspa-zwickau.de finden. Sie erreichen uns über die Lothar-Streit-Straße im Gebäude der Commerzbank. Kostenfreie Parkplätze finden Sie direkt vor dem Haus oder in der Tiefgarage. City-Coiffeur Haustein im Herzen von Zwickau steht seit über 40 Jahren für Qualität und Kreativität. Hier fühlen sich die Kunden wohl. Vor allem Eltern können aufatmen. Während sie sich ganz entspannt verschönern lassen, spielt ihr Kind gemütlich in der Kinderecke oder wird selbst ganz relaxed frisiert. Übrigens unter 6 Jahren sogar gratis. Auch reinkommen und drankommen oder kurzfristige Termine sind hier möglich. City-Coiffeur Haustein. Familienfreundlich, stilvoll, kompetent. Und jetzt neu bei uns im Institut, ganzheitliche Kosmetikbehandlungen mit Schwerpunkten im klassischen und ayurvedischen Bereich. Das ist übrigens einzigartig in Zwickau. Für 2013 außerdem in Planung, Typberatung sowie Ohrkerzen- und Klangschalenbehandlung. Außerdem bieten wir auch Braut- und Jugendweihe-Make-up. Informieren Sie sich auch in unserem monatlichen Veranstaltungskalender über alle aktuellen Termine unter www.dayspa-zwickau.de. Vergessen, 20. April 2013, 19 Uhr, der große Traditionsball der GHS in der Neuen Welt. Karten gibt's direkt an der Kasse des Konzert- und Ballhauses. Reservierungen auch telefonisch unter 0375 2713 263. Der Citroën Berlingo Multispace Coolant Sound mit Klimaanlage und CD-Soundsystem schon ab 175 Euro im Monat ohne Anzahlung. Viele weitere attraktive Angebote jetzt bei den Citroën Techno Days. Citroën, Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 953 0627. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Der Freitag verläuft überwiegend wolkenreich mit gelegentlichen Schneefällen und Temperaturen zwischen -3 und -1 Grad. Der Wind weht schwach aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.
Tja, das Wetter kann ja morgen ruhig so bleiben. Wir müssen ja ohnehin arbeiten. Das war der Donnerstag bei Television Zwickau. Das war der Donnerstag in unserer Stadt. Morgen am Freitag, da gibt es natürlich auch noch mal eine Ausgabe unseres Magazins. Wenn Sie von uns nicht genug bekommen können, dann schauen Sie doch einfach mal im Internet vorbei. Dort haben wir auf verschiedenen Plattformen unseren Sender präsentiert. Dort können Sie noch mal nachschauen, was passiert ist in Zwickau. Also gucken Sie mal, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns morgen 19 Uhr. Bis dahin, tschüss. Werbung. Drei Buchstaben, die wir alle verstehen. Drei Buchstaben, die unser Land bewegten. Drei, die unsere Konvention hinterfragt und unsere Kommunikation revolutioniert haben. Drei Buchstaben, die unsere Beziehungen veränderten. Hier sind drei weitere. STI steht für sexuell übertragbare Infektionen. Wenn etwas einen Namen hat, kann man darüber sprechen. Informier dich. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen. Und wenn ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original.
Vision Zwickau.